Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und der Janus ist wieder mit dabei. Grüß dich. Ja, hallo Leute, auch von mir. Und ihr habt mitbekommen, heute ist der 3. Dezember, deswegen gibt es heute das dritte Türchen des Minecraft Adventskalenders. Und was bauen wir heute? Ja, letzte Folge haben wir hier die Schmiede gebaut. Sehr, sehr cool geworden. Ich weiß, eigentlich stinkt, aber ich bin doch zufrieden mit meinem Gebäude. Ja, du hast einfach meine Bauarbeit gelobt und ich lobe jetzt deine Bauarbeit. Ich finde, das hast du wirklich gut gemacht, Janus. Vielen, vielen lieben Dank. Jetzt soll es eigentlich genauso weitergehen und zwar mit dem Wohnhaus, beziehungsweise einem der Wohnhäuser. Es gibt ja mehrere hier so, wie ich es gesehen habe. Und da ich das Glück habe, hier einer der ersten bin, die diese Map bebauen dürfen, darf ich mir natürlich auch die Grundstücke aussuchen. Und das ist jetzt letztendlich das Grundstück hier am Hang geworden. Ich kann es auch nur mal so persönlich für mich sagen, wenn ich mir auch im echten Leben ein Haus bauen könnte, würde ich es auch am liebsten irgendwo an so einem Hang bzw. Hügel bauen, sodass der Keller, klassisch im Sinne Keller, halb irgendwie noch wie eine normale Etage ist. Ich finde das sehr, sehr cool, muss ich sagen. Da gibt es echt geile Konzepte von Häusern. Souterrain nennt sich das im Fachjargon. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Schmarrn. Ja, also... Ich wollte nur mal deinen Satz nochmal korrigieren. Ich bin ja so ein Schlaumeier. Ich wollte mal korrigieren. Du hast gesagt, wenn du dir ein Haus bauen würdest, du wolltest sagen, das Haus, das du dir in Zukunft baust, das wirst du auch in den Hang bauen. Das wolltest du doch sagen. Ja, wenn ich das passende Grundstück finde... Das ist natürlich immer so ein bisschen die Bedingung, die du hast. Da, wo ich wohne, gibt's das. Also gibt's einige Häuser, die so sind. Wenn man das nötige Kleingeld hat, kann man da einiges anstellen. Okay, los geht's. Blockpalette. Ich bin neugierig. Blockpalette soll ähnlich sein, wie wir die hier auch hinten bei der Schmiede haben. Ich mag diesen mittelalterlichen Stil sehr gerne. Ich mag das dunkle Spruce-Holz sehr gerne. Ich mag Cobble sehr gerne und ich mag halt die ganz normalen. Aber es ist interessant, dass du so ein Cobblestone-Fan bist. Das finde ich echt cool. Ja, man muss so ein bisschen logisch denken. Zum Beispiel jetzt in Craft Attack ist es einfach so, dass du nicht Zeit hast, dir die teuren Sachen zu farmen. Dann arbeitest du erstmal mit dem, was du hast. Und das ist halt Cobble. Das stimmt, ja. Das ist echt nicht doof. Und viele verabscheuen den Block. Ich finde den persönlich aber sehr, sehr, sehr gut, da du ungemein viel damit machen kannst. Wir hatten jetzt einen Maya- bzw. Inka-Tempel gebaut und der größtenteils Kabel sieht mega aus. Das stimmt, aber den würde ich auch jederzeit wieder in, also sowas würde ich jederzeit in Cobblestone machen, wieso auch immer, aber das passt wirklich gut. Ja, ganz hier in den Hügel kommen wir wahrscheinlich nicht rein und auch nicht so, wie ich mir mein modernes Haus vorstelle. Ich würde aber sagen, dass wir eventuell hier so Stützen machen, die über die Schlucht hier so rausgehen und den Berg würde ich an sich so lassen. Ich würde jetzt hier keine Souterrain einbauen. Mhm, aber du stellst das Haus quasi so ein bisschen auf Stützen irgendwie so. Ja, genau. Gibt es dann hier so eine Querbalkenlage irgendwie so? Ja, macht Sinn. Also, macht Sinn. Ergibt Sinn. So, nicht, dass hier wieder irgendwelche Fahre kommen über die gute deutsche Sprache. Oh, ich krieg da ständig welche. Ich bin so ein verkappter Bayer, sage ich immer, der seine eigene Grammatik da manchmal entwickelt. Das kriege ich dann immer böse in den Kommentaren mit. Also was böse. Das ist ja auch sehr nett. Regional einfach, muss man sagen. Ja, ich bin so einer, der die Artikel manchmal anders verwendet wie die normalen Menschen und dann... Es ist immer eine ganz interessante Diskussion. Die sei vergeben. Wenn ich jetzt gerade dabei bin und wir da schon auf Stützen stellen, wollen wir nicht das ganze Haus auf Stützen stellen? Jo, können wir machen. Also, dass alles ein Stück höher ist, Block, ja? Ein Block über dem Boden ist? Ja, klar, warum nicht? Na klar. Wir sagen jetzt einfach wie weit bist du hier raus? Ich würde nicht weiter als so gehen, sonst wird das hier zu massig wahrscheinlich im Vergleich zu den anderen Gebäuden. Okay, und willst du dann hier eins hoch so? Nee, ich würde es... Doch, das ist gut. Aber da kann ruhig schon die Bodenebene sein. Okay, das liegt halt dann, die Bodenebene ist halt dann innen liegend. Und willst du hier doppelte Balken haben, also hier unten nochmal, oder willst du die nur oben haben? Unten an der Klippe können die ruhig bleiben. Also, man muss halt ein bisschen Struktur auch rein. Das sieht von der Ferne, sieht das noch voll gebrochen. Ich als Knopffetischist, man könnte jetzt entweder sagen, man macht hier außen so Knöpfe hin, wie so Nägel, die das Ganze zusammenhalten, oder du machst es über so Falltüren vielleicht. Wir lassen die Struktur hier drin, wie sie ist. Manchmal muss man auch einfach... Ja, ist ja völlig recht. Einfach mal ausprobieren und schauen. Das passt. Ja, mach mal mit den Nägeln rein. Das finde ich gut. Zack, 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 zack. Gib denen auch so einen gewissen Touch. Ich würde auch hier fast sagen, dass wir hier ein bisschen Schnee reintun, weil... Oh ja, unbedingt. Unbedingt. Schneit, bleibt das ja auch hier an den Kanten hängen. Man kennt ja die typischen Winterstürme. Und ich denke, mit dem hochgestapelten Haus ist vielleicht auch nicht schlecht. Gerade in so kalten Gegenden ist es oftmals ja nicht die ganze Zeit im Boden, sondern so ein bisschen hebt sich es halt auch davon ab. Also, nee, ich sag jetzt, also es könnte, also ich sag's mal ganz ehrlich, wenn du das so hoch baust,
Hast du halt auch das Problem, dass dir der Wind unten reinpfeift. Das heißt, es kann sich da drunter auch keine, da kann sich halt auch keine Wärme dann anstauen. Also wenn du da das Erdreich hat ja konstant so um die 12 Grad. Natürlich erst ab einer gewissen Tiefe, versteht sich, ja? Ja. Ich baue eine andere Ecke, Entschuldigung. Und dann hältst du, hast du von der vom Erdreich kommt ja schon mal immer eine gewisse Grundwärme. Und wenn du das jetzt noch in den Keller rein. Das könnte man natürlich auch machen, aber wir können es auch einfach, obwohl es nicht ganz logisch ist, so hoch oben lassen, weil ich glaube, es hat einfach eine schöne Optik. Ich finde es echt cool. Wir geben der Logik jetzt mal hier keinen Platz. Genau. Wir sind jetzt einfach mal unlogisch in dem Fall. So. Manche Dinge muss man einfach ein bisschen biegen. Ich weiß, letztes Mal habe ich gesagt, es ist schön, wenn alles irgendwie auch logisch ist, aber die Mischung macht's. Die Mischung macht's. Das stimmt, dann haben wir hier zwei ganz abwechslungsreiche Folgen. Ich bin am Überlegen. Mir fehlt jetzt, was mir halt fehlt. Ich würde jetzt hier drauf die klassische, diese 3D-Hausstruktur machen. Ja, also ich schaue mir jetzt erstmal zu. Also ich würde aufpassen. Ich würde jetzt nicht an deiner Stelle so ein ganzes viereckig, also so ein quadratisches Haus draufbauen, sondern ich würde vielleicht irgendwo hier sagen, die Leute kommen hier erstmal rauf und die haben ja erstmal total verschneite Schuhe. Ja, die wollen hier eine Veranda, die wollen die Schneeschuhe irgendwo ausziehen und gegen die warmen Hausschuhe tauschen vielleicht oder was weiß ich. Also vielleicht gibt es hier eine Veranda. Dann lass uns das auch so machen, dass wir hier die Veranda bauen. Das Haus ist dann schon ziemlich quadratisch. Ich glaube, das ist sogar perfekt quadratisch, wenn ich jetzt hier gerade mit Zufall sehe. Und ohne abzählen. Das können wir so machen. Dann schauen wir mal. Ich mache jetzt mal was, was vielleicht ein bisschen untypisch ist. Ich weiß nicht, wie du sonst die Häuser baust. Immer unterschiedlich. Immer unterschiedlich, das ist gut. Weil ich probiere jetzt hier auch einfach mal gerne neue Sachen aus. Ja, unbedingt. Aber warte, wir nehmen mal was Helleres. Das ist mir auch ein bisschen so... Findest du meine Veranda? Ist das so in deinem Sinne oder noch nicht so ganz? Oder magst du sowas nicht? Doch, finde ich gut. Ich finde auch gut, dass das Holz passt. Soll ein bisschen Abwechslung reinbringen. Die Häuser sollen sich jetzt auch nicht zu sehr ähneln. Das wird ja sowieso schon komplett chaotisch aussehen, dadurch, dass hier jeder mit einem anderen Baustil rangeht. Und das soll es auch. Das war ja auch Ziel dieses Adventskalenders, dass man möglichst viele Baustile von verschiedensten Minecraft-YouTubern mit reinpackt. Ich hätte gern noch mehr dabei gehabt, aber ich bin eh schon froh mit der Menge, die ich hier sammeln konnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Mega cool. Ich denke mal, wenn ich jetzt 3 Videos oder 3 Türchen mache, dann werden ja auch noch einige andere dabei sein. Ja, ich warte jetzt noch keine Zahl, aber ich meine, gut, ihr habt ja alle das Intro gesehen, da kann man ja schon was erkennen, wie viele Leute dabei sind, aber man weiß ja nie, ob noch der ein oder andere Überraschungsgast spontan mit einspringt. Ja, das stimmt. So, jetzt wundert sich bestimmt, was der Quatsch hier soll, was der... Nö. Ich hab deine... Build-Venture-Video mit dem Lars habe ich gesehen und da hattest du auch sowas in der Ecke. Also vielleicht habe ich so eine grobe Vorstellung, was du da vorhast. Mal schauen. Ja, man hat ja immer so festgelegte Baurituale. Gewisse Eigenheiten hat jeder. Da kann man reden, was man will, aber es ist einfach so, ne? Und das ist auch gut so. So, ja, das sieht gut aus. Also das Haus, ihr seht schon, das wird wesentlich kleiner, als wir das vorhin jetzt hier von der Plattform gemacht haben. Deswegen bin ich ganz froh, dass das jetzt hier alles so passt. Wir machen jetzt eine Mischung aus Kabel und aus Stone Bricks. Die Häuser können ja schon ein bisschen mehr sein. Und ich denke, wer hier sein Haus baut, dem geht es wahrscheinlich auch gut hier an der Klippe. Da müssen wir nicht unbedingt so geizen. Passt das? Live on the edge, ne? Ja, live on the edge. So, das sieht doch schon wesentlich besser aus. Wir können. Holz über Stein. Erstmal brauche ich hier Quatsch, das ist nicht symmetrisch. Ich bin am Überlegen, ob wir hier drinnen nicht einfach auch Holz einmal als Stütze nehmen. Das wäre nämlich sehr, sehr untypisch. Wird aber bestimmt auch nicht schlecht aussehen, wenn man hier Holz macht als Baumaterial und dafür die Fenster ein bisschen einschränkt. Wenn man das so sagt. Aber warte mal, würde ich so machen, dass es passt. Ja, ich muss mal spicken, was du da gemacht hast. Mhm, sehr gut. Ja, aber innen drinnen müssen wir gleich nochmal ein bisschen schauen. Ich will hier auch nicht zu weit vorweggreifen. Hier machen wir mal kleine Fenster. Ich finde das mit den Treppen ganz gut. Ich habe jetzt von außen mal Treppen auch noch hingemacht. Also hier unten meine ich. Ich würde es nicht auf jeder Seite machen, einfach so, sondern mal da und mal nicht da. Das musst du einfach nochmal anpassen. Wenn ich dir zu viel gemacht habe, dann schmeißt du einfach wieder raus. Okay, gut, dann passt das. Dann gehen wir jetzt hier einfach mal hin. Zack, zack, zack. Ich denke, das sieht gut aus. So. Hier können wir das gleiche Spiel auch nochmal machen. Dann machen wir hier 3 einzelne Fenster hin. So.
Und auch hier kannst einfach mitbauen. Das gleiche Schema auf der anderen Seite. Ah, okay. Einfach Copy-Paste quasi. Copy-Paste. So. Dann können wir mal die Struktur aufreißen. Hier würde ich sagen, machen wir den Eingang hin. Wir machen Eingang. Dir ist bewusst, dass das Ganze einen zweiten Stock bekommt, oder? Ja, das wird hier jetzt der erste Stock. Sehr gut. Das soll ja ein bisschen höher auch sein, dass es passt. Ich bin jetzt hier nur am Gucken. Viel Platz braucht das Haus ja an sich nicht. Nö. So. Warte mal. Hier muss Holz hin. Das hier wird Holz. Das wusste ich nicht. Ich habe das wieder weggebaut. Entschuldigung. Die Fenster. Was bist du so für ein Fenstertyp? Eher Glas oder möchtest du dann hier so... Ich schau. Ich bin so ein Typ immer. Ich mache mal sowas als Fenster. Na, lass uns Glas nehmen. Leicht milchiges Glas. Weil Holz haben wir schon viele in der Struktur drinne. Ich weiß nicht, ob das so passt. So, das sieht doch gut aus. Hier vorne machen wir jetzt nochmal so ein... Ah, warte, die nehme ich raus. Hier mache ich komplett platte, plain Wand hin, sonst sieht das nicht so mit dem Übergang gut aus. Ist aber auch nicht schlimm. Das stört ja nicht, wenn wir hier keine perfekte Symmetrie drin haben. Nicht. Das sieht gut aus. Und jetzt machen wir mal dasselbe hier. Hier kommt nochmal so ein Zweierfenster hin. Dann können wir wieder die Treppen hinsetzen. Und vorne kommen die Türen. Ich würde jetzt hier aber die, was ist das, Spruce-Tür nehmen. Ja, gerne. Du meinst, weil die dicht ist, ne? Ja, weil die dicht ist. Ja. Das stimmt, weil die dicht ist. So. Ah, ich bin am Überlegen, ob wir zwei Etagen oder eine Etage machen. Zwei, oder? Weil das Gebäude wirkt dann so gedrungen. Eins. Ja, oder du machst jetzt noch eine und ein ausgebautes Dach, was so um einen Block erhöht ist quasi. Und dann das Dach. Ich hatte vor, dieses länglichere Dach zu nehmen, was so sehr spitz zuläuft. Okay. Du bist der Meisterbaumeister. Das ist übrigens eins meiner Lieblingswörter in Minecraft. Wenn wir jetzt hier gerade schon dabei sind. Ich habe eine neue Idee, das habe ich nämlich noch nicht gebaut. Könnten wir mal machen. Ja, bitte. Wir machen das Dach jetzt nicht über die komplette Breite, sondern ziehen hier eine Ebene ein und dann machen wir hier eine Art Terrasse. Ah, schön. Ja, gute Idee. So ein Schrägdach. Aber der Logik wegen, vielleicht machst du es auf die andere Seite, also vom Blick her, oder? Wieder so auf den See, wenn der auf den See schaut, da so rüber, könnte ich mir schöner vorstellen als dahinter? Ja doch, das stimmt, wenn wir den See hier betrachten, dann das sollte gut sein. Ja gut, sollen wir jetzt direkt weitermachen oder bei mir im nächsten Part? Genau, das wollte ich gerade vorschlagen, ich würde sagen... So weit, so gut. Erster Stock ist perfekt. Und den Rest, wie es weitergeht, sehen wir gleich beim Janus. Ja, das Ergebnis ist fertig. Ihr seht es hier bei uns im Hintergrund. Und die Details sind jetzt eingefügt. Und ich muss sagen, nicht schlecht, oder? Also mir gefällt es richtig gut. Ohne, dass ich mich loben möchte. Oder uns loben. Also doch, ich möchte uns loben. Wir haben das wirklich cool hinbekommen. Und ich konnte mir das am Anfang nicht so gut vorstellen. Aber es ist cool, wenn man anfängt, gemeinsam zu bauen und dann die Stile mischt, dann kommt was ganz Neues bei raus. Schau dir das alleine mal hier an der Klippe an, wie das aussieht. Komm mal nochmal rum. Oh, ist schon gut. Ist jetzt ein bisschen dunkel geworden, gerade bei mir. Ich muss mal ganz kurz die Zeit ändern. 12.000 könnte doch die richtige sein. Ja, ist ein bisschen Abenddämmerung, ist ein bisschen zu düster. Ist aber machen wir nochmal 11.000. Komm. Da, ich bin noch nicht ganz fit mit den Zeiten. Okay, das ist bei mir nämlich auch hell hier. Ist schon richtig schön. Sieht gut aus. Sieht fast so ein bisschen wie so ein bisschen vom Wind angegriffen. Passt auch gut an diese Ecke. Da ist sicher zugig. Zugig, aber sehr, sehr schön. Und ich mag auch jetzt nochmal, wenn man hier ankommt, die Veranda. Ich finde die Veranda total cool. Du kommst hier an, dann hast du hat er sein ganzes Feuerholz für den Winter, hier den Hackbock. Genau, die Geschichte nicht vergessen. Genau, richtig. Und dann kommt dann hier rauf. Und also ich würde mal schwer davon ausgehen, hier kommt man nicht rauf. Ich würde mal schwer davon ausgehen, dass da unser Schmied wohnt. Ich würde auch davon ausgehen, dass da unser Schmied wohnt. Der macht hier seinen Reibach mit seinen ganzen Werkzeugen und hat sich hier ein schönes Haus an die Ecke gestellt. Und er geht hier rauf, kommt hier dann rein, hat hier schon ein bisschen Holz vorgeschleppt, dass wenn er mal irgendwie abends nur raus muss, dann dass er nur um die Ecke greifen muss für die paar Holzscheite. Und dann kommt er hier rein und hat hier die gute Stube, oder? Ja, Mittelalter war halt nicht viel. Also so viele Sachen in den Gebäuden gab es halt nicht, auch von ganzen Objekten. Ist nicht so wie heute, Konsumgesellschaft.
Klar, der Ofen, Mittelpunkt des Hauses, der Familie, wo es halt warm und gemütlich wird. Kleiner Smoker, dass man hier nochmal so Sachen nachreichen kann. Ansonsten Tisch zum Essen, hier auch nochmal so eine kleine Kochnische. Das war's eigentlich schon. Und dann ging es für die Familie abends nach einem gemütlichen Essen hoch in die Schlafräume. Und hier wurden ein paar Tücher gewebt, die hier aufgehangen wurden. Ansonsten ein paar Bücher zu lesen. Wir haben ja gesagt, dass er jetzt hier ein bisschen wohlhabender ist. Das große Bett, wo die ganze Familie drinnen geschlafen hat. Und dann gibt es hier diese besondere Terrasse mit Aussicht auf dem See. Also die war sicher im Sommer sehr beliebt. Da kann ich mir gut vorstellen, dass der da im Heu gefläzt hat und sich einfach dann in den Himmel geschaut oder den Ausblick da in die Ferne genießt. Das ist schon eine coole Ecke. Genau, auch hier nochmal die Möglichkeit zu heizen. Das ist alles gut, der Ofen ist verbunden. Und von außen haben wir hier die ein oder andere grüne Ranke, die hier rumgeht. Viele Details, die Pflanzen sind natürlich jetzt alle hier für den Winter angepasst. Wirkt von der Optik dadurch auch ein bisschen trister. Passt gut. Ich finde es auch nicht schlimm, dass es jetzt hier auf Stelzen ist. Ich hatte erst gedacht, mal schauen, wie es wird. Ich denke aber, dass es jetzt dadurch nochmal so einen ganz eigenen Stil bekommen hat und hier wirklich sehr, sehr gut als Häuschen auf die Klippe passt, oder? Absolut. Ich bin total begeistert. Haben wir wirklich gut hinbekommen. Hut ab. Das heißt, wenn man sich jetzt auch mal hier so schon das Dorf anguckt, es sind ja jetzt nur die ersten beiden Häuschen, die hier entstanden sind, passt das wirklich sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, was die anderen so hier bauen. Das werdet ihr in den nächsten Tagen sehen. Schaut, wie gesagt, bei den anderen vorbei oder auf der Playlist rein. Ja, und auch nachts sieht das gut aus. Müssen wir immer checken, ne? Immer gegenchecken. Das sieht richtig gut aus, wie das hier so leuchtet. Man hat dieses schöne Winterfeeling. Das passt wirklich gut rein. Oder nicht? Es wird, also ich bin jetzt schon begeistert. Also wenn alle anderen das Niveau halten, dann wow. Wow. Sehr, sehr cool. Ja, wie es weitergeht, seht ihr dann morgen mit dem nächsten Türchen. Wir bedanken uns jetzt und bei dir gibt es jetzt die Abschiedsworte. Ganz genau. Eigentlich gibt es nicht viel zu sagen. Ich freue mich auf morgen. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Dann würde ich sagen, macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat euch. Ciao, Leute.